Was für ein schöner Morgen. Der nächste Morgen hier in unserem schönen Häuschen bei Rust. Und mit dabei sind natürlich wieder die guten Männer. Wortwörtlich, hier sind gerade der eine Kaffee hallo, da, hallo, hallo. Kaffee. Der Herrn Rumpel, der ist auch Kaffee. Wieder reif geworden hier bei unserer schönen neuen Folge. Der Gregor, auch von Slay Massive sind unten. Mir dröhnt immer noch der Schädel von dem ganzen Dubstep. Oh ja. Ach, hallo, hallo, ich mach erstmal ein bisschen Frühsport. Ich will eine Geschichte hören. So, oh ja, nee, ich eine Aufwachgeschichte. Tobi, bleib mal so, ich mach ein Foto. Rock dich mal in die Hocke. Yeah, episches Bild. Und episch? Mega geil. Das sieht auch krass aus da hinten einfach. Ja. Schade, dass wir alle. Was macht der Typ da? Der sich ein. Ich hab keine Ahnung. Der meditiert. Der guckt, der macht wieder auf World of Warcraft Nachtelfen oder was? Ich bin Nachtelf, Irokese. So, Frühsport. Ist doch geil. War das alles, was du an Frühsport gemacht hast? Nee, ich war schon joggen, während ihr gepennt habt. Was? Hier am Strand, hier, da drüben auf dem Weg. Ach was. So. Ach, ist das schön hier, der Sonnenuntergang. Wunderbare Kulisse hier bei Rust. Ist rustig, oder? Ja. Mal runter. Ziehen wir jetzt wieder rustig, los? Oder seid ihr schon alle wieder längst losgezogen, ohne Bescheid bald zu sagen? Bald ist Nikolaus Cage. Nee, gar nicht. Was? Ich bin doch hier am Bauen tatsächlich. Okay, dann zieh ich jetzt los und sag, ey, tschö. Oh, da ist ein Spieler. Wer ist ich will das? Losziehen, Freunde. Ein Wer Spieler kommt mit einer Fackel? Mir? Wer ist da? Ein Spieler? Ich bewaffne mich mal. Komm, lass uns Abend. Oh ja, warte mal, ich kann mich jetzt auch bewaffnen. Der. Ein Spieler mit der Fackel? Wie heißt der? Da fackel ich Wer nicht. Wer war das? Ich glaube, kann man eigentlich. Kann man das irgendwie sehen, ob man Munition hat ihr? Oder nicht? Ah ja, da habe ich. Basher, irgend so ein Basher. Ah, da vorne seid ihr. Aber der hat keine Waffe. Nee? Okay. Also ich sehe zumindest. Ich war nicht so sicher. Ich dachte, das wäre zumindest. Ich dachte, warte, ich schieß mal in die Luft, mal gucken, was passiert. Rennt der weg? Nee, er hat Angst und dreht sich um, glaube ich. Er hat Angst und dreht sich um. Immer wieder. In der Rumpel am Freitag. Bitte? Alter, da hinten läuft noch einer, da kommt noch ein Spieler. Friendly. Und da kommt noch ein Spieler. Wer ist das? Ah, jetzt überfallen sie euch alle und ich weiß nicht, wer noch lebt. Ja, in Daisy dürftest du dem jetzt nicht so vertrauen. Bitte nicht töten. Ja, dürftest du hier eigentlich auch nicht, weil PvP-Server, aber hat noch keine Knarre. Wollen wir ihn vielleicht trotzdem einfach töten? So, jetzt komme ich aber auch mal zu euch. Ich habe nämlich eine Schrotflinte inzwischen. Wo seid ihr denn hingelaufen eigentlich? Eigentlich da, wo wir am gestrigen Tage die Tiere töteten und Dinge sammelten. So weit seid ihr schon? Ja. Oh, ich sehe da hier Leute, die laufen noch. Seid ihr das noch oder ist das jemand anders? Nee, also wir gehen gerade zu euch. Ah ja, Sarazar. Ich sehe Sarazar. Ich bin bei Sarazar. Hey, Alter, willst du mit mir rumjoinen? Ja, will ich. Ey, Tobi, schick dir mal. Hier, guck mal, meine Schrot, meine neue. Sie ist gar nicht klein und soll auch nichts ersetzen. Kompensieren, okay. Kompensieren, genau. Wollte ich nur noch mal gesagt haben. Einen Tacken heller stellen. Bitte was? Options? Dürft ihr mal bitte auf die Options? Heller stellen, gehen aber wir wieder in die richtige, in dieselbe Richtung oder sollen wir mal woanders gehen? Ist es so ein bisschen dunkler? Wir können ja mal in die Straße gehen und gucken, was auf der anderen Straße sein ist. Wieder mal ist abgestürzt, sein Computer macht ihn an und macht ihn aus. Gleich holt er den Hammer raus, denn er ist so voll laut. Geil, aus, ne? Ich muss hier gerade mal einen Schnitt setzen bei mir. Vorsicht! Irgendwas vielleicht. Schon wieder rote Beeren. Ja. Nee, bei mir ist schon wieder abgeschmiert. Ich weiß auch nicht warum. Und was ganz abgeschmiert? Bist du rausgeflogen? Ich bin komplett raus. Das ist ja doof. Übrigens, was wir letztens gesagt haben, man kann diese Rats, ne, also diese. 500. Hier, genau, 500 bis 500 kann man. Das heißt, wir können ruhig mal eigentlich in so ein Gebäude reingehen und mal gucken. Bis wir 500 haben und dann sterben. Ja, aber cool. Aber wie gesagt, es geht wieder runter. Das heißt, man kann da rein. Wenn wir 400 haben, dann gehen wir wieder raus. Dann ist ja nicht gut. Boah, nee, das ist doch niemals gut, Junge. Ist doch niemals gut. Warte mal, ich bin jetzt nur noch mit Benny dabei. Wo sind denn die anderen? Tobi, war ja nicht eine Straße? Ja, kommt die nicht da hinten gerade? Niemals war da eine Straße. Ich sehe die gerade gar nicht. Ich sehe nur diesen roten Wolf oder Bären da hinten wieder. Benny, gehst du mit mir in ein radioaktives Gebiet? Da ist eine Tonne rechts. Ja. Und hier ist auch radioaktiv gerade. Wo seid ihr denn, verdammte Scheiße? Sorry, Freunde. Oh, hier ist auch radioaktiv. Oh. Ich habe hier gerade massive Probleme. Oh Mann. Ah, wir haben euch gefunden. Sehr schön. Yeah, super Blattschuss. Hol du dir den Rucksack? Okay. Ja, ist geil, wie die Kollegen hier auf einen warten oder so. Hier ist ja alles verstrahlt. Ja, aber wir können jetzt. Ja. Geil, eine Flair, das ist cool. Boah, hier wird's immer mehr. Ja, hier wird's immer mehr. Okay, Radhammer 89, übel. Tobi, wir müssen aufpassen. Ich hab schon 105, Tobi? Ja, ich hab 105. Ich glaube, die Tonne ist nicht so gut.
Nee. Vielleicht sollten wir von da mal weggehen. Alter, es sind 26 Spieler auf dem Server. Huch, wo kommen die denn her? 400, 430, wir haben 440, Freunde. 450. 145, 452. Ah, es geht wieder runter. Ja, Gott sei Dank. Was denn? Ist das einer von uns hier gewesen gerade? Ja, ich hoffe, das bin ich. Ah, der Rumpel, okay. Ach, Gott sei Dank. Nee, ich hab ja gerade. Ah, guck mal, da ist eine Hütte von irgendeinem Spieler. Hast du nicht einen Lockpick inzwischen? Nee, das sind random Hütten. Diese kleinen stehen auch random einfach in der Gegend rum. Aber da hinten laufen zwei, noch da? Ja. Ja, sind wir. Ich komm mit welchen. Und wir sind bewaffnet. Ich bin ganz allein jetzt hier irgendwo in der Wildnis. Wollen die Hütte eine Menschenjagd eröffnen? Rumpel, ja, schieß mal in die Luft, komm, schieß mal in die Luft, mal gucken, was passiert. Nee, ich muss immer, aber hier ist, das ist auf jeden Fall eine Hütte von denen hier, von den beiden. Nico und Bescher sind das. Ah, okay. Na, Bescher? So. Na gut, dann. Na gut. Na gut, na gut. Also, wie das immer so ist, wenn man plötzlich bisschen, Macht hat, ne? Ist ein bisschen verlockend. Ja. Sag mal, wo seid verlockend. Ihr denn? Wir sind gerade bei Nico und Bescher. Dort, wo wir gestern hingelaufen sind. Dort, wo wir gestern hingelaufen sind, nur ein bisschen weiter links. Also eigentlich vom Lager aus, den Berg runter und immer geradeaus. Das ist ein bisschen auch so eine geile Angabe. Ich bin jetzt gerade hier im Radioactive-Gebiet so ein bisschen. Ja, nee, dann musst du weiter links. Von unserem. Aber wo ist denn die Straße hin? War die nicht hier? Ja, ich glaube, es ist alles anders geworden. Ja, die Straße ist weg, die Hütten sind weg. Also es gab hier auch mal Gebäude. Da, wo das radioaktiv war, gab es auch mal Gebäude. Ich habe immer noch 230. Ist hier vorne, ich bin gleich bei der Straße. Warte, lass mal zusammenbleiben und dann lass mal. Ah, da seid ihr, glaube ich, ne? Seid ihr das? Die Straße ist hier. Ja, ich muss mal zurück zu euch. Es sieht so schön aus, wenn die Sonnenstrahlen durch die Bäume fallen. Ich glaube, ich habe euch verloren. Sorry. Wie verloren? Warte, wir sind einfach geradeaus gelaufen. Also, ja, geradeaus bin ich auch gelaufen, aber es gibt viele geradeaus. Wo seid ihr von der Hütte aus? Geradeaus, ein bisschen linkslastig sind wir. Ja, ich bin ja schon ich bin ja nicht mehr im Lager gespawnt, als ich geflogen bin. Oh. Ach so, ach du Scheiße. Ja, aber eigentlich spawnst du immer dort, wo du gerade gewesen bist. Eigentlich. Aber ich habe gerade einen Bären alleine erledigt dafür. Nice. Lass mal kurz in den Hütten gehen. Du alter Bärentöter. Wie hätte ich nichts bei dem? Hä, was ist denn da los? Jetzt gerade spinnt bei mir das Spiel, habe ich das dumpfe Gefühl. Walle, du musst aber bei Respawn unten auf At Camp drücken, ne? Dann kommst du bei Ja, aber das war ja kein Respawn, ja, er ist ja vom Server geflogen. Mein Spiel ist bei mir geflogen mal wieder. Und es gab ja ein tolles Zwischenvideo bei mir auf dem Channel. Ah, cool. Und da hinten sind auch Häuser. Wenn es jetzt keine Zombies gibt, dann können wir da echt mal gucken. Aber pass auf wegen den Wölfen und so, ne? Was halt irgendwie blöd ist, wenn wir überhaupt gar keine Ressourcen irgendwie abbauen, ne? Also ich bin bei der Straße, Ah, sehr gut. Wir sind auch bei der Straße. Guck mal, hier ist noch ein Hausgronk, ein größeres. Alter, ich kann plötzlich die Dinger nicht mehr looten. Wo bist du denn? Die Schweine. Was? Mit E? Weil mein Inventar voll ist. Okay, ich verstehe. Achso, okay, nicht mit E. Quatsch, was rede ich denn? Gronk, siehst du das Haus hier? Sollen wir da mal reingucken? Bei welchem bist du denn? Hier, da wo wir gerade gewesen sind, nur dann weiter rechts. Ich komme. Ja, ich sehe euch. Aber ich glaube, da ist nichts drin. Aber das ist auf jeden Fall ein größeres Haus. Ja, jetzt mein Inventory so voll. Also wenn ich huste, liegt das nur an der Radioaktivität, ne? Nicht wundern. Aber hier ist jetzt gar nichts radioaktiv, überhaupt nicht. Nein, hier gar nicht. Also ich bin jetzt hier auf der Straße. Nee, hier ist nichts drin. Hier geht die Straße, ihr wisst ja, wo die so ein bisschen abgeht. Da ist auch ein Gebäude da vorne, da hinten. Ja, da sind wir, genau bei dem Gebäude sind wir. Wir stellen uns mal an die Straße, komm, wir holen den Sachen mal ab. Das wäre super. Dann muss ich hier nicht so alleine rum. Saraza! Habt ihr Bock, für 3,50 bin ich dabei. Da Straße! Shit, nein. Was? Ah, fuck, ich bin am Bluten. Hä? Ach so, scheiße. Oh Gott, die sind voll viele Wölfe, ihr seid nicht in dem Haus. Hast du ja keine Medikits gemacht? Doch, aber ich muss ihn jetzt erledigen. Da hinten ist jemand? Ach, das ist einer von den anderen. Boah, das war. Aber dann ist der Saraza irgendwo anders, irgendwie gerade. Dann ist er weiter weg. Ist das hier ein Sleeper-Server? Ja, ist es. Ein Sleeper-Server? Bist du im radioaktiven Gebiet eigentlich, Saraza? Ja, ich bin ein bisschen radioaktiv, ist es. Da ist so ein Haus hinten an der Straße. Hier sind auch Bären. Ich laufe jetzt zu dem Haus. Ich gehe auch gerade mal zu dem. Ich bin da gleich. Was ist das denn? Ihr kennt das Haus doch. Ja, wir waren da. Ich sehe da hinten einen laufen. Seht ihr mich auf der Straße hier? Ich springe hier hinten. Das bist du, Benny, glaube ich. Ja, das bin ich, genau. Wir waren hier auch schon mal. Dann muss ich jetzt durch das radioaktive Gebiet querfeldein, oder was? Ich bring die Viecher mit, komm. Komm, Tobi, wir machen ein bisschen Holz. Ich bring Freunde mit. Ja, ich glaube auch. Ich bin einige Freunde mit, du kannst jetzt mal deine Knarre zeigen, Benny. Achtung, Benny, ja? Drei Bären oder so. Oh Gott! Ja, lauft mal zu uns, ich habe auch noch eine Knarre. Ab rein damit, die machen wir, komm, Herausforderung. Ich habe jetzt bloß keinen Bock mehr, selber zu laufen. Die sind echt nicht so schnell, ne?
There is no wood left. Alter, wir machen die echt platt. Alter, drei Bären, das ist eine Nummer. Yeah! Yes! Alter Schwede. Ich will mich nicht beschweren, es waren nur drei Bären. Ich will auch einen looten. That's what he said. Oh, das brauche ich nicht. Willst du eine Research Kit? Nee, habe ich auch. Hm. Aber was ist mit dem Research Kit? Können wir das gebrauchen? Ja, bestimmt, ne? Research? Ach, so, kann man aus dem Bär jetzt nichts rausholen? Das ist ja blöd. Doch, wenn dein Inventar ist wahrscheinlich voll. Ich glaube, Kühltürmen laufen drüber. Ich glaube, es sind immer die Fässer, die Radioaktivität ausstrahlen. Es kann sein. Nehmen wir meine Waffe in Anschlag. Ich hätte die Metallfragmente liegen lassen sollen. Ah, hier ist auch wieder so ein bisschen Radioaktivität. Hm. Wo seid ihr denn jetzt? Bei welchem Bei den Gebäude? Kühltürmen. Ach, okay, da war ich gerade. Da ist aber gar nichts. Doch, okay. Da ist immerhin... Da sind Fässer, mehr nicht. Nee, da hinten ist auch noch das Metall. Hier ist eine Kiste auch, mit Cloth immerhin. Ja, wieso hab ich die nicht gesehen? Nein, ich lasse nach! Benny geht's weiter? Der Luther King hat's nicht gesehen, ich glaub's nicht. Aus Frust baue ich den Stein hier ab. Ja. Ich hau noch den Bären hier weg. Boah, Alter, aus Frust baue ich Tobi ab. Warte, ich hol mal gerade das Holz da vorne. Tobi klaut mir alles. Ey, wer braucht denn... Mein Bild flimmert schon ein bisschen gerade. Ja, da muss 92 Wood mit einem Schlag, das ist natürlich nice. Also die Spitzhacke ist auf jeden Fall erweitert worden. Boah, ich muss mir auch mal eine machen. Boah, ich geh mal ganz kurz raus aus einem radioaktiven Gebiet. Ich bin zwar erst bei 250, aber ich will auch nichts riskieren. Sollen wir uns mal treffen, Freunde? Guck mal, hier liegt ein Rucksack. Alter! Nein! Was denn? Ich habe eine Shotgun gefunden mit mega fett Ammo und allem. Der Sarazar ist einmal der Gustav ganz... Was war das denn? Alter, nice. Oh, ich habe eine Spitzhacke gefunden, nice. Das ist auch nicht schlecht. Ah, ich habe zu viele Pläne, ich muss die Pläne loswerden. Du kannst sie doch lesen. Ja, du musst sie lesen, dann kannst du die Rezepte machen. Ah, okay. Oh, ich habe einen Granola-Bar gefunden. Gut, dass ich das auch mal verstanden habe. Das hatten natürlich schon 10.000 Leute wahrscheinlich Kommentare geschrieben, aber wir nehmen ja mehrere Folgen hintereinander auf zur Erklärung. Oh, wer kommt da? Oh, ein Bär. Geil. Wer ist da hinten? Alter, guck mal hier. Was hältst du von dem hier? Benny. Mit Licht und Sarazar, wenn du die nicht lesen kannst, deine Sachen, ja? Deine Blueprints, dann musst du die abgeben, weil dann können die andere die lesen. Nee, ich gebe meinen Blueprint nicht ab. Ist ja nur ein kleiner Trick von dir wieder. Nee, weil dann hast du die schon gelesen. Ja, nee, klar, okay, mache ich auf jeden Fall. Du hast voll die übertriebene Waffe hier. Alter, ich habe eine mega fette Waffe, Alter. Mega fette Waffe habe ich. Eine richtig geile Shotgun mit Licht und allem. Mit Licht? Mit Licht. Ich bin jetzt der Night Hunter. Ich glaube, das ist sowieso... Das ist ein bisschen schlecht. Das ist jetzt sowieso das, was wir eigentlich machen müssen. Ne? Wir müssen jetzt eigentlich die Zombie-Bären und so weiter angreifen, um Blueprints zu kriegen. Wo seid ihr denn jetzt schon wieder? Ja, immer noch plötzlich dort. Willst du mit mir spielen. Ne? Eben keinen Thron von dir geben und jetzt willst du das ist ein Bär. Tobi, wo seid ihr alle denn auch, Sarazza? Ich bin beim Rumpi. Ich bin beim Rumpi unten zum Haus. Genau, wir sind ja bei den Häusern immer komm, noch. Wir gehen gerade jagen. Boah, jetzt probier ich es mal aus. Sollen wir mal hier weiter? Ja, da musst du näher ran. Warte mal bitte, warte mal, bevor ihr weitergeht, ich würde gerne aufstoßen. Alter! Aufstoßen, das ist ja widerlich. Wo bist du denn jetzt gerade? Ich laufe jetzt, ich bin jetzt in dem Gebiet, wo wir gerade waren, bei den Häusern, bei diesen Kühltürmen und sowas. Ja, da musst du aber nach links unten, sind wir jetzt bei dem Haus, also noch weiter weg. Sarazza, schießt du noch auf den Bären? Der Bär ist bei mir tot längst. Links unten? Ich hab den Alter. Einfach weggeballert mit zwei Schüssen. Oh, der ist noch nicht tot. Oh. Was geht? Das kann passieren, sowas. Jetzt ist er tot. Ja, die Schrotflinte killt alles weg. Ich kann hier gerade ein Schwein einfach so verprügeln. Ein Schuss und der Wolf ist platt. Krass. Das ist geil. Wo ist das Schwein? Dann mach mal alle weg hier. Irgendwie sind die Tiere jetzt ganz komisch. Ich hab nicht so viel Muni ohne Ende. Deswegen. Oh, Vorsicht. Oh. Nee, mach den mal lieber, oder? Komm, ich erledige das. Gronkh, wo bist du denn? Geil. Ich komm mal gleich, ich hab grad nur ein Schwein. Was? Hier fliegt noch was durch die Luft. Eine Lederweste. Ansonsten hier haben wir gleich wieder dunkel und wir müssen wieder zurück. Aber bei welchen Häusern seid ihr denn? Ich bin jetzt hier den Berg runtergelaufen. Nee, da ist siehst du den schwarzen Wolf? Den schwarzen Wolf? Nee, da ist ein größeres Haus. Seid ihr da? Alter, wie wir die wegrasieren, die Viecher. Wow, Hilfe! Komm, Kobi. Ich komm. Höre einen Schuss, das muss der Walle sein wieder. Nee, das war ich. Ah, okay. Hier seid ihr bei dem größeren Haus? Ich bin leider nicht getroffen an der Straße. Yeah. Tot. Da unten rennt einer. Ich glaube, Erik, du guck mal in die andere Richtung, hinter dir. Hier oben. Wo gehst du hin? Auf dem Berg da, oben. Okay. Hier ist so ein Haus übrigens. Ein großes. Folge dir. Ja, da waren wir schon drin. Okay, na, war ja klar. Ich nehme den Bogen, weil das lohnt sich. Irgendwelche Leute gehen in unser Haus. Haben wir eine Tür offen gelassen?
Kann sein. Kann sein, dass ich das sogar war, weil ich bin ja vom Server auch geflogen. Ah, scheiße. Ja, ist aber nicht so schlimm. Ja, doch, wir haben doch unsere... Okay, die ganzen Sachen, ja. Wir haben alle Sachen im Haus. Denken, ja, los, dann jetzt müssen wir zurücklaufen. Also, wenn das jetzt nicht ein Fake ist, das kann natürlich auch sein. Wenn er jetzt unsere Sachen klaut, bringen wir den um. Ganz klar. Ja, und ich habe eine dritte Waffe, da schrote ich aber jeden über die Bande, sag ich dir. Wir wissen nicht, wer das ist, der im Haus ist. Das ist das Problem. Ich komme. Fuba komm, war Danny. Der Übeltäter, sagt der Bescher. Ja. Gehen wir. Okay, jetzt ist Jagd auf Fuba. Das geht nicht mehr. Okay. Okay, Benny, wir müssen zurück zum Haus. Scheiß auf die Jagd ist eröffnet. Menschenjagd. Nee, Fuba ist komm, mit Equip weiter, rausgekommen. Weiter. Okay. Hast du gelesen? Fuba ist mit Equip rausgekommen. Okay. Fuhlbar. Das heißt, der hat geklaut. Okay. Alter, das ist ja mies. Ich dachte, wir wären ja voll unter freundlichen Leuten. So. Leute, die uns nachjoinen. Das Fuhlbar? Nee. Nee, arm aber sexy LP. Hanfi hat was Geiles gefunden. Also, das Geile ist natürlich, dass wir nicht bei uns. Wirklich, wenn die Leute, die es rausgefunden haben, mit der Community zocken können. Ja. Rumpi, wo bist du? Ich lauf gerade dem anderen Typen hinterher, aber ich glaube, der ist es auch nicht. Da vorne habe ich einen Schuss gehört. Da habe ich irgendwie so einen Fischenspieler. Da hat einer auf mich gerade geschossen. Okay, wir kommen schon. Da steht dann auch Felsen oben. Nico oder Bescher, einer von beiden. Aber die schießen nicht auf uns. Wer ist denn das hier? Das ist eine Axt, der hat eine Axt. Arm, aber sexy, ne? Alter, ich bin umzingelt von feindlichen Spielern gerade, Alter. So, wo bist du denn gerade? Achso, Fuba kommt zurück und legt alles in die Kisten? Nee, hä? Ansonsten ist Fuba vogelfrei. Schade, dass es keine Third Person gibt, ne? Oder habt ihr irgendwas rausgefunden? Nee, gibt's noch nicht. Aber ich bin jetzt beim Haus. Wo seid ihr? Ich bin auch beim Haus auf dem Felsen. Da stand doch gerade noch jemand. Nehmt euren Bogen in die Hand, ne? Da ist links wer. Da läuft jemand, weg. Ne? Ja, hinterher. Den holen wir uns, Benny. Da laufen gleich mehrere. Da unten läuft jemand mit Klamotten. Wer ist das? Das bin ich. Okay, da schleicht noch jemand an den Klippen entlang. Wer ist das? Ich sehe da hinten noch jemanden. Ah, das ist blöd, dass man hier nichts sagen kann, wie bei dir. Das ist Fuba. Wer jagt da gerade? Nee, der ist es nicht. GI okay. Official. Und da hinten, bleib mal stehen. Nicht, dass wir jetzt den Falschen erwischen, das wäre behindert. Fuba heißt er. Wer ist es? Flo heißt der eine. Okay, der ist auch nicht. Rumpel, hast du die Türen zugemacht beim Haus? Nee, ich war noch nicht. Vorne ist noch einer, Alter, was ist hier los? Das ist der Tobi? Hier sind sehr viele. Da vorne ist einer. Da steht eine Tür offen. Der rennt auf mich gefährlich nah zu. Scheiße, ich weiß, okay. Wessen Tür ist denn das? Die kriege ich nicht zu. Tobi, kriegst du die Tür zu? Meine ist, glaube ich, zu. Na, hier ist noch eine andere. Ja, warte mal. Bin ich der Übeltäter gewesen? Hinten rechts ist eine Tür offen. Nee, ich glaube, das ist die vom Walle. Ach, scheiße. Oh, dann habe ich die Tür verpasst, sorry. Ich habe nicht drauf geachtet, es tut mir echt leid. Ich hab keinen Sinn weißt, gefunden. Was das heißt. Ey, warte mal, wir rennen hier lang. Das 10 Peitschenhiebe. Hanfi? Alter. Also ich könnte den Fuhlbar natürlich auch zu uns porten. Wir müssen natürlich mal gucken. Ja, das ist ja eine gute Idee. So in die Mitte von uns. Ja, der hat echt viel gestohlen. Ey, es tut mir echt leid, dass die Tür hinten offen gelassen hat. Hat er gestohlen? Habt ihr mal reingeguckt? Ich habe jetzt das Leder genommen, weil das kann ich gleich gebrauchen für mein Leder-Outfit. Ey, der hat gestohlen. Oder habt ihr was rausgenommen? Nee. Also, wir hatten auch nicht viel drinne. Wir hatten ein bisschen Chicken Breast. Okay. Das Holz hat's ja eh genommen, größtenteils. Wir hatten echt fast gar nichts drinne. Doch, ich hatte Stoff reingelegt, 24. Ja, ich auch ein bisschen, so. Ja. Aber da können wir ganz ehrlich, ja, unser Zeugs. Ja, schon, aber boah, wir dürfen echt sowas, alles weg. Weißt du? Alles. Ja, aber wir hatten doch nicht viel Zeugs da drin. Doch, naja, ich glaube schon. Port ihn doch mal her, Grog. Wir holen uns unser Zeug einfach zurück. Das lässt sich ja leicht erledigen. Nee, aber das können wir nicht machen. Wenn wir eine Jagd machen, dann riecht. Huch, ich bin am Stein gestorben. You killed yourself, was? Hä? Ich bin am Stein, ich habe gerade einen Stein abgebaut und ich bin plötzlich tot. Wer ist das alles hier? Was ist das denn für ein Bullshit, Alter? Weh, jetzt klaut jemand meine Klamotten. Ach, ey, es tut mir echt leid. Ja, wir haben die Sachen geklaut. Wir so viele Leute aber hier. Aber eigentlich ist es sogar eine geile Aktion, dass ich die Tür offen gelassen habe. Ey, wir müssten die eigentlich alle mal umbringen. Auch wenn es blöd war von meiner Seite, weil, man muss ja ganz klar sagen, hört jetzt die Spannung. Ja, endlich okay, mal. Okay, wer lootet mich da gerade? Integration? Wer ist das? Was, dich lootet jemand? War sexy. Ey, du lässt die Tür auf, Alter. Benny, du hast gerade die Tür aufgelassen. Genau das ist nämlich der Fehler. Es passiert sauschnell. Dankeschön, Phil. Wie sieht's denn aus? Wollen wir die ganzen Typen hier vorne umbringen, die bei uns am Haus stehen? Warum? Nee, die sind ja nett gewesen, aber ich will den Fuhlbar jetzt haben. Ja, komm, ey, scheiß drauf.
Es waren ein paar Lappen Leder und ein bisschen was. Ey, uns greist er an, aber den Fuhlbar, der dich beklaut hat, den lässt du laufen. Wenn der mir beim Weg läuft, schrote ich den sowas von weg, Alter. Er hat kein Gesicht mehr nachher. Aber ich, ja, wo willst du denn jetzt suchen? Vielleicht kannst du den hier in das Gehege porten irgendwie. Alter, weißt du, das kann ich ja nicht machen. Die Akt eröffnet. Wir können ja so Spitzzäune... Doch, warte mal. Das könnten wir machen. Wir könnten vier so Gitter bauen und den in die Mitte und dann alle vier von der... Geile Idee. Aber dann mit dem Bogen rein immer. Nee, dann nicht mit dem Bogen rein, sondern einfach nur als so ein Haustier in der Mitte haben. Weißt du? Es gibt so Zäune, also, da kriegt man immer Damage. Alter, der Rumpel, was ist denn hier? Alter, so bin ich noch nicht mal in Daisy, ey. Ach komm, das machen wir. Aber da ist auch noch schlimmer, hier kann man halt noch was machen. Eigentlich ist es geil, ja. Lass uns, jetzt haben wir einen ersten Feind, weil der uns beraubt hat. Okay, ich war so blöd und hab die Tür offen gelassen. Wir könnten einen Kopfgeld aus den Haus setzen. Aber man vergisst es auch schnell, die Tür einfach wieder zuzumachen. Bin ich gar nicht gewöhnt. Weißt du, mach ich auch zu Hause immer. Sollen wir so Wutbarrikaden bauen? Ich könnte mal vier bauen. Ja, warum nicht? Der Grom findet in der Zeit raus, wie wir das machen. Das geht easy. Wutbarrikaden geht easy. Oder meinst du Porten? Porten. Alter, aber das können wir doch nicht machen, oder? Oder doch? Wieso? Für die Folge ist es doch durchaus humorvoll. Es gibt diese Spike-Walls, wo man Schaden kriegt, ja, wenn man reinläuft. Ja, die haben wir eigentlich. Da können wir aber einen lustigen Arena-Käfig hinten im Hinterland bauen, wo keiner das erfährt. Er hat einer von der Low Quality Metal. Wo keiner ihn schreien hört. Was? Noch nicht, nee. Müsste ich bauen. Nein. Ey, für den Lederscheiß braucht man da ein Rezept auch. Boah, zum Glück habe ich die Metallfragmente mitgenommen. 250. Ich dachte eben noch, Scheiß hätte ich doch mal da drin gelassen. Ja, aber der hat wahrscheinlich auch den Ofen gelootet. Der hat ja alles Mögliche gelootet. Der hat ja nicht nur. Ah, der wird ein schönes Spielchen haben, ja. Fulbar. Oder wie auch immer. Hieß der wirklich Fulbar? Ja. Haben wir eine Playerliste, die man aufrufen kann? Das weiß ich nicht. Ach, trau mich gar nicht, das hier aufzurufen, weil da bestimmt dann. Eigentlich ging das so mal, aber ich chatte das jetzt nicht lachen. Siehst du? So ging das irgendwie. Ja, ich probier grad mal. Haha, wie blöd dieser Saraza ist. Seht ihr das? Er kann nicht mal Befehle eingeben. Ja, du bist nicht da, ne? Du weißt Bescheid, Gregor. Aber manche denken das jetzt wirklich, das ist so geil. Ja. Kommt schon die Ersten, die das, Ich hab keinen Oxid drauf. Guten Tag. Oh, der Computer 22 hat aber auch eine Megawaffe hier. Wer? Computer 22 hier oben. Oh ja, die können wir gebrauchen. Ja. Das ist Hosting? Was? Hosting? Ideal Hosting. Ach, das ist von Ideal Hosting. Ach, sieh an. Da haben wir den Server gemietet. Dürfen wir ihn trotzdem töten? Nein, lieber nicht, sonst ist der Server weg. Aber der hat eine dicke Waffe. Ja, ja, schon. Auch geil, ey. Wir sind Admin vom Server, wir können alles. Nein, ich bin derjenige, der den Server wollte. Wir zahlen doch dafür. Ja, eigentlich schon. Wir zahlen dafür, dass wir den töten können. Kommt er hierher und schießt sich eine fette Waffe. Ich glaube, es geht los. Das ist so. Einfach geht mal Kunden aber drauf. Jetzt entweder also sollen wir jetzt, jetzt laufen oder jagen? Nee, wir jagen den und wir machen das wie bei der Polizei mit so einem Raster, mit so einer Rasterfahndung, wo wir in der Reihe mal, immer schön in der Blickweite gehen. Kann schon überall sein jetzt inzwischen. Fuhlbar gesehen. Hä? Rennt also vor meiner Bude rum? Von deiner Bude? Ich glaube, ich frage genau mich langsam. Vor unserer Bude. Das ist unsere Bude. Also bitte an das Dezernat Saraza. Genau, ich nehme Fragen an. Der schleicht hier rum, sagt Let's Play-Onkel. Was? Der schleicht Let's Play-Onkel, den habe ich doch gerade gesehen. Let's Play-Onkel ist ein guter. So. Links weiter die Küste. Was auch immer ihr braucht. Sind alle Türen zu beim Server? Bei uns, Alle Backdoors sind so Fubar. Okay, Fubar. Ich mag's, wenn der Erik durch ist, ehrlich gesagt. Lauft ihr jetzt los? Oder Stein. Oder einer redet hier irgendwas, ist mir jetzt auch egal. Oder Stein, auf jeden Fall. Sorry? Ah, da vorne sind zwei. An der Küste entlang, aber da kann jetzt natürlich auch über alle Berge sein.
Der ist halt natürlich jetzt ein Adrenalinkicker, als er das gelesen hat, ja. Er hat sich gedacht, oh. oder der ist schon längst runter. Ja, ist schon lange auf dem Server. Nee, glaube ich nicht. Habt ihr übrigens gesehen, dass wenn man jetzt durch das Gras läuft, dass sich das Gras irgendwie plättet und dann wieder aufbaut. Wir hinten da an der Küste gerade lang in so einem. Ja, das so ist der K6, da war ich schon überall. Werde ihn erledigen, sagt Walter irgendwie. White. Breaking Bad! Ach, du bist das, Sarazar, mit deiner komischen Leuchte, der hier so die ganze Zeit rumflimmert. Ist cool, ne? Ist echt geil mit der Leuchte, aber das ja, Problem ist, dass man super ihn geile super Wumme sieht. Leute, ich hab die geilste Wumme ever. Forever. Guck mal, das flimmert total, das macht einen total kirre. Bart halt ein Fratzen. Bei mir flimmert gar nichts, du hast... Bei mir schon. So gehen wir jetzt auf Exkursion, ich find's auch mal toll zu entdecken, weil ja hier überhaupt nicht alles gleich aussieht oder so. Abgrund. Habt ihr das gelesen im Chat mit den Metal Bars? Ja, das habe ich auch gelesen, aber wir sind halt noch nicht so weit, also das war euch ewig, bis ich diese Metal-Zeug-Sachen habe. Dann haben wir noch zu wenig Metal-Fragmente, 250, Alter. Ja, dann, aber ich brauche 100, um eine Metal-Bar zu bauen. Dann kannst du eine bauen von meinen 250. Nee, zweieinhalb könnte ich davon bauen. Nein, nach zwei, weil ich brauche auch noch ein bisschen Metal-Fragmente, ja. Aber wir müssen halt so ein bisschen mal... Ich habe 9 mm kann ich craften, wenn ihr wollt, ne? Theoretisch, ne? Wenn ich ein bisschen... Jetzt gibt er wieder an mit seinem Penis. Holen. Ja, 9 mm kann ich craften, ja? Aber ich brauche Low-Quality-Metal. Dafür müssen wir doch die Metal-Fragments einschmelzen, oder? Ja, die müssen alle im Ofen, ja. Okay, dann können wir Low-Quality-Metal und dann mache ich uns eine Pistole. Aber wir brauchen vor allem Holz und sowas jetzt auch nochmal. Denkt ihr einem von euch, wenn er will. Kacke. Ich brauche die ja nicht, ich habe ja die Schrot. Also hier in der Richtung ist oder nichts, da kommen wir noch nicht an der Küste entlang. Oh. Wer ist das? Achso, ich bin du. Das. Da aber hier ist ein, nichts, das guck mal, hier, komm mal mit, Gronkh, hier ist ein roter Bär, den könnten wir mal kurz erledigen. Da hinten sind noch viele rote Bären, wenn du möchtest. Ich habe da ja, gerade den ganzen Busch voll entdeckt. Ja, das ist nämlich, da kommt schon einer, Hilfe. Wer schießt da? Ich. Ach. Dankeschön. Ach, Mist. Vorsicht, ich fleische weg. Geil, Bohnen habe ich gefunden. Hä? Ich habe auch schon alles Mögliche zu fressen, Alter. Ich habe auch die ganze Zeit so Griegel und so einen Scheiß. Ich habe Schokolade gefunden. Ich auch, ja. Wir sind wieder alle beisammen. Nicht nur du hast Schokolade. Ja. Wir sind die 5 Freunde. Gegessen. Wir können jetzt echt die 5 Freunde singen, Leute. Wir sind die 5 Freunde. Ach Rumpel so? Und Gronkh. Sarazar und Tobi. Und Benny, der 5. Benny, die 5. Wir sind die 5 Freunde. Da hinten steht ein Haus, da hinten steht ein Haus und hier sind lauter Rohstoffe und. Hallo, Bär. Huch. Alter. Boah, richtig guter Hit. Was denn? Der, was Rumpel gesungen hat? Oder ah, da kommt ein Bär. Hinter uns. Das ist ja bärenstark. Na, komm mal her. Du Bär. Kleiner Bär in den Arsch. Gronkh, du sollst über König Sarazar seine Geschichte. Alter, wer hat mich da wieder angeschossen gerade? ich hab auf den Bär geschossen. Ey, hier ist ganz viel Wood, Leute. Ich weiß, ich sehe ähnlich aus. Tiger Woods. Tobi, du hast einen Pfeil im Kopf. Ey, ich gehe gerade zu diesem Haus. Ja, das ist ein Haken. Ich treffe den Bären immer nicht. Vorsicht, bitte nicht auf mich schießen. Ah, Gott sei Dank habe ich ihn doch getroffen. Bitte nicht auf mich schießen. Du warst wieder mal im Haus. Ey, Benny, Alter. Zurück. Da ist noch was drin, ein paar Metal Fragments. Komm hier. Wollt ihr die haben? Ja. Pam. Ein paar Metal Fraggles. Was ist das denn da hinten? Wer sammelt denn da hinten so fleißig? Ich. Natürlich. Zurück zum Haus. Fubas an unserem Haus. Woher weißt du das? Weil es gerade in den Chat geschrieben wurde. Oh Gott. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Der lauert doch auf dem Berg. Ey, komm, wir schnappen den. Die verarschen uns doch. Ja, die verarschen uns. Die verarschen uns nicht. Dafür werden wenn uns jemand verarscht, Alter, dann verarsche ich den mal zurück. Ich hab doch gesagt, wir hätten sie alle töten sollen. Mit Pfeil und Bogen. Mit Pfeil und Bogen verarsche ich den zurück, ja. Vor allem, wenn dann einer mit einer M4 da steht. Wir müssen ja mal bitte lieber Server-Admin nicht die Leute hier ausrüsten, das ist blöd. Also wenn er das macht, dann uns ja selber nicht aus. Ja, sorry, dann ist aber gar nichts mit Ideal-Hosting. Nee, so ideal ist das nichts. Das ist ja suboptimal-Hosting. Ja. Registriere ich welche Domain. Ja. So, ich muss was essen. Ich esse jetzt mal Bohnen. Nimm noch einen Knoppers. Nicht immer diesen Bohnenscheiß. Nee, die Bohnen, die haben auch die Ruts weggemacht. Die Bohnen, wenn du die isst, die nehmen dir 50 Ruts weg. Ah, cool. Ah, runterrationalisiert, wa? Ja, genau. Oh, wo der Tobi die Witze hernimmt, ist mir echt rutzelhaft. Hat was von Starbound gerade irgendwie. Okay, pass auf, das wäre. Da sind viele. Ich hab mal mit den Bohnen ein bisschen gerustet.
Ich frage mich jetzt aber ganz ernsthaft, wieso hängen jetzt alle bei unserem Haus rum? Das ist doch doof. Ich meine, es ist lustig, dass so viele Leute da sind, aber einmal, die bauen jetzt auch alle da rum. Wir machen einfach einmal einen Genozid und dann ist gut. Ich hätte C4, wenn das jemand braucht. Hallo. Irgendjemand hat Hallo gesagt. Jetzt rennt er wieder Alter. Zum Haus zurück und jetzt ist er wieder weg. Alter, wieso Penner hängen die vor unserem Haus rum? Komm her. Da schießt wer. Ich. Du musst es ankündigen, Alter. Irgendwer sagt, ganz ruhig. Ich finde das lustig, dass Server-Chat nutzen. Die verarschen dich, Saraza. Nee, ich glaube nicht. Der Basher ist auch ein Zuschauer. Der Basher war vielleicht selber in dem Haus drin und hat da alles gelootet und. Aber der Fuba hat vorhin geschrieben auch. Nachdem ich ein Kopfgeld ausgesetzt habe. Ja, der hat geschrieben, dass er alles gelootet hat. Hat er doch irgendwie was gesagt. Also Jungs, los. Kommt mal mit. Ja, ich bin hier in der Richtung. Ich bin schon dabei. Also hoch oder was? In den Hügel hoch oder wie? Ja, genau. Geh hier an der Seite lang, unten. Ich verstecke mich mal irgendwo und dann warte ich mal, ob der wieder rauskommt. Wie ist eigentlich die Folge? Sollen wisst ihr was? Ob wir den finden, das erfahren wir in der nächsten Episode. Genau, das wollte ich doch sagen. Yeah, das ist spannend. Cliffhanger-Style. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Oh mein Gott, werden wir den guten Fuba finden? Was meint ihr, Freunde? Alter, den Fuba, ne? Ganz ehrlich. Fuba? Fuba? Heißt der nicht Fuba? Nee, Fuba, wie das Programm. Ach so, okay. Aus dem mache ich eine Toolbar. Ah, okay. Yeah, Alter, der Tobi macht Ansage. Das heißt, in der nächsten Folge wird's ernst. Alter, den Menschenjagd. Nennen wir Menschenjagd. Schon auf der Push. Tschüss.